Von Dragutin Horvat. Wir werden sehen, ob sie aufgeht in den nächsten maximal 13 Legs. And und wir hören eine bekannte Stimme heute als Referee, als Caller für diesen Finaltag mit von der Partie. Paul Hinks. Und wie ihr es im Hintergrund seht, hat sich auch ja, der Spielraum, der Spielsaal hier im H-Plus-Hotel von Niedernhausen gefüllt. Es sind um die 70 Zuschauer mit dabei, die sich über die Social-Media-Kanäle der PDC Europe beworben haben. Und die dürfen hier heute mit dabei sein, wenn das WM-Ticket vergeben wird. Und das Match hier der beiden, Florian Hempel gegen Dragutin Horvat, das ist ein Rückspiel quasi aus dem Halbfinale des letzten Jahres. Da haben sie sich schon gegenübergestanden, damals mit dem besseren Ende für Florian Hempel. 10-7 Erfolg für den Kölner. Heute die Distanz dann etwas kürzer hier in diesem Viertelfinale. 140. Und apropos Kölner. Wir sehen es bei Florian Hempel. Der hat sich heute natürlich für den 11.11., für den 11. November, den Beginn der narrischen Zeit, rausgeputzt. Sein Spezial-Karnevals-Dart-Shirt ausgepackt und in den rot-weißen Querstreifen möchte er also heute sein WM-Ticket buchen. 120. Hat den Wurf aufs Bullseye vor der Partie gewonnen. Durfte also hier dieses erste Leg beginnen. Beginnt die ungeraden Legs der Partie. 58. Your car, 100. Aber hier ist es zunächst mal Dragutin Horvat, der sich in eine gute Position gebracht hat, um vielleicht direkt im ersten Leg das Break zu holen. 60. Hier lässt er Fall den ersten car, Dart auf Doppel liegen. Und Florian Hempel hat die Möglichkeit. Auf 124 Punkte. Ein großes Triple muss es sein. Das hat er. Triple 14, Doppel 11, 14 für Bull. 99. Auch Florian Hempel lässt das erste Doppel liegen, aber guter Versuch hier von ihm. Dragutin Horvat ist zur Stelle in 16 Darts. Second leg is zum Break 1-0 Führung für den Routinier aus Kassel. Die 10. Austragung der Interwetten PDC Europe Super League in diesem Jahr. Bei allen 10 Austragungen war 100. Dragutin Horvat mit dabei. Florian Hempel, der hat im letzten Jahr sein Debüt gefeiert, nachdem er sich ja 2021 auch die Tourcard holen konnte. Einer von zurzeit 6 deutschen Tourcard-Holdern. 140. Das hier eine der Möglichkeiten, die sich für ihn noch bietet, ein WM-Ticket zu holen. 180. Und hier haben wir die erste 180 der Partie. So, und jetzt hier noch eine gute Aufnahme von Hempel. Ein Triple hat er jetzt wieder hoch auf die 20 für 91 91. Punkte, um sich die 170 Rest zu stellen. Und dann kriegt er hier gleich die Möglichkeit auf das höchste Finish, auf den Big Fish. Hat von allen Spielern, die noch im Turnier sind, die höchste Checkout-Quote mit 42%. Sein höchstes Finish bisher im Turnierverlauf war eine 157. Die 170 wird es hier nicht sein, auch wenn er sich das gut hinstellt. Und Dragutin Horvat in Position, um in 13, 14 oder 15 Darts seinen Anwurf zu halten. Wichtiger Moment jetzt hier schon für Herkules. 3 Darts auf Doppel verpasst, um das Break aus dem ersten Leg zu bestätigen. Und allzu lang ist die Distanz hier noch nicht in diesem Viertelfinale. Und das haben wir auch hier gerade an der Reaktion gesehen von Florian Hempel. Das war schon wichtig, sich hier das direkte Rebreak zu holen. Hier nicht frühzeitig ins Hintertreffen zu geraten. Denn wie angesprochen, so lang ist die Distanz nicht. So viele Chancen wird es dann nicht geben, das Ganze wieder gerade zu rücken. Ein Leg mehr
brauchen die Spieler hier im Viertelfinale als bisher in den beiden Gruppenphasen, um sich einen Sieg zu holen. Zweite 180 für Hempel. Unter dem Applaus der anwesenden Fans kann Dragutin Horvat antworten. Jawohl! So stellen wir uns das doch vor. Feuerwerk zum Start der Finalsession. 140. Gutes Leck hier von beiden. Auch Dragutin Horvat wird jetzt in den Finish-Bereich kommen. Wie tief kann er sich da reinspielen? 100 Punkte. 121 Rest für Herkules. Die 139 kann Hempel nicht checken. Versucht sich jetzt auf Tops zu stellen. Dafür die Triple 20 knapp drüber. 80 Punkte stehen. Und Horvat kriegt die Chance. Triple 11, Doppel 14. Kriegt den nächsten Dart für ein Break. Ja, das dritte Break in Folge zum Start dieser Partie. Wichtiger Moment, klasse Finish von Dragutin Horvat. 121 Punkte nach Hause gefahren für den 12-Darter zur 2:1-Führung zum nächsten Break. Und das ist hier bisher absolutes Top-Niveau, das die beiden uns zeigen. 60. Dragutin Horvat, der sich durchzittern musste gestern, brauchte sein letztes Spiel 85. gegen Franz Rötsch, musste das unbedingt gewinnen, um David Schlichting, den Debütanten in diesem Jahr, noch von Tabellenplatz 4 in der Gruppe B zu verdrängen. Das hat funktioniert. Schlichting verlor seine letzte Partie gegen Nico Springer und Dragutin Horvat hat Franz Rötsch geschlagen. Deshalb Herkules hier unter den Top 8 und David Schlichting in der zweiten Gruppenphase ausgeschieden, aber das wollen wir trotzdem nochmal festhalten. Schlichting, wirklich der Debütant, der in diesem Jahr den besten Eindruck hinterlassen hat. Hat sich teuer verkauft und hätte das durchaus auch verdient gehabt, hier unter den Top 8 zu stehen. Am Ende hat hier der Super League-Veteran Dragutin Horvat die Oberhand behalten. 140. So, und hier sieht es jetzt sehr, sehr gut aus für Horvat, dass er seinen Anwurf 100. hält. Car 40. Das Break dann jetzt bestätigt bekommt. Und wieder könnte das Ganze hier in der fünften Runde durch sein. Inchon genau so play. Ist es. 14 Data für Dragutin Horvat. 3:1 Führung. Game on. Und klar, es ist noch nichts passiert hier für Florian Hempel, 100. alles noch gerade zu rücken. Aber ich glaube, Horvat hat es in seinem Interview, das wir vor der Partie gehört haben, auch richtig eingeordnet. Florian Hempel ist natürlich der Favorit. 60. Der ist der Tourcard-Holder. Der ist derjenige, der sich jetzt seit knapp 2 Jahren auf dem Profi-Circuit der PDC mit den größten Namen unseres Sports misst. Und er hat hier die Favoritenrolle. Also es wäre schon eine Überraschung, sollte Horvat das hier schaffen. 60. Aber das wissen wir auch bei Florian Hempel, der hat das Selbstverständnis auch, in solchen Situationen ruhig zu bleiben, da jetzt nicht die Nerven zu verlieren. 140. Perfekte Aufnahme hier von Dragutin Horvat, keine 180, aber beinahe ebenso perfekt und das ist perfekt gelöst von Florian Hempel, 127er High Finish für den Kölner. Setzt hier ein Zeichen, holt den 12-Darter verkürzt auf 3:2. Wenn wir uns das Niveau hier angucken bisher, die Legs, die gespielt sind, die 5, gecheckt in 16, 14, 12, 14 und 12 Darts. Das ist Weltklasse-Niveau. Florian Hempel, der spielt nach 24 gespielten Partien bisher in seiner Super League-Saison 2022 einen Turnier-Average von 91,20.
hat damit 100. den Zweitbesten, vor ihm nur Nico Springer mit 91,22, also denkbar knapp. 99. Hat er hier seine dritte 180 der Partie geworfen hat, in diesem wichtigen sechsten Leg für ihn. Hier steht die Bogey-Number jetzt, aber Horvath ist 24. nicht in Distanz und nach dieser Aufnahme schon gleich gar nicht, um das zu bestrafen, dass da 162 Punkte Rest stehen. Hempel hat Zeit. 134 geworfen. Wieder steht er nach 12 Darts auf Doppel. 28 Punkte Rest für Hempel. 97. Florian Newcastle 28. Um das Break zu holen, um alles wieder in die Reihe zu bringen. Und genau so passiert es. 13 Darter zum Break für Hempel. 3:3 Ausgleich. Game on. In diesen sechs gespielten Legs haben sie es beide jeweils zweimal geschafft, dem Gegner den Anwurf abzunehmen. Und jetzt heißt die Devise für Hempel, 60. hier das 4-3 machen. Mit den Darts sich selbst so ein bisschen Ruhe verschaffen. Weil das ist auch klar, je länger die Partie geht, umso schwerer 94. wiegt natürlich dann ein Break. Umso weniger Zeit hat man, um das dann wieder zu korrigieren. 60. Na, jetzt das große Triple für Hempel. Wäre gut für ihn dann noch einen hinterher zu spielen. Die Reaktion, die Mimik, die zeigt es. Kein ideales Leck für ihn. Er macht hier die Tür wieder auf für Herkules. Und der marschiert bisher gut durch. 190 Punkte Rest nach 9 geworfenen Darts für den Mann aus Kassel. Und Hempel kommt nicht rein in die Triple. Kommt nicht rein in die Triple. 6 Darts für Horvath für 190 Punkte. Das ist die Möglichkeit. Der erste ist wieder perfekt für Horvath. Fürs nächste High Finish. 112 Punkte. 92. Lässt er einen Dart aus. Aber kann Hempel hier die 164 checken? Das ist die Frage. Wäre sein höchstes Finish im Turnierverlauf. 64. Und nur ein großes Triple bisher in 18 geworfenen Darts für Hempel in diesem Leg. Und deshalb folgerichtig die Chancen für Horvath zum Break. Der lässt die nächsten drei Chancen aus. Wichtige, wichtige Momente hier. Das wäre das Break gewesen zur 4:3 Führung. Und er lässt Hempel vom Haken. 100 Punkte Rest. Triple 20 für Tops. Was macht er, wenn der erste Dart nicht passt? Der erste Pass, 2 Darts für die Doppel 20. Und den macht er. Klasse Finish von Florian Hempel. 2 Triple in diesem Leg reichen aus für ihn, um das 4:3 zu machen, um seinen Anwurf zu halten. 140. Da sehen wir die Reaktion, wie wichtig das war für den Kölner. 100. Ja, seit einigen Jahren in Köln wohnhaft, ursprünglich 60. aus Dessau in Sachsen-Anhalt, dort, wo er auch in der zweiten Bundesliga Handball gespielt hat als Torwart, mittlerweile aber 60. alles auf den Dartsport gesetzt. Bisher hat er das in seinen knapp 2 Jahren Tourcard sehr, sehr anständig gemacht. Sich im letzten Jahr die WM-Teilnahme über die Pro Tour Order of Merit gesichert. Das hat er in diesem Jahr nicht mehr geschafft. 141. Und deshalb diese Super League natürlich sehr, sehr wichtig für Hempel.
Und hier ist jetzt durchaus ein bisschen Druck drauf für Dragutin Horvat. 30 Punkte geworfen nur. 6 Darts Zeit für 200 Punkte für Florian Hempel, um das 5:3 zu machen, um das nächste Break zu holen, um nur noch 2 Legs entfernt zu sein vom Halbfinale. Aber ein großes Triple hätte ihm hier gut zu Gesicht gestanden. Gleiches gilt jetzt für Dragutin Horvat. 45 Punkte geworfen, kein Finish. Der letzte Dart, der tut richtig weh. 140 für Hempel, 140 für Hempel, Doppel-10. 120. Nächste Chance auf ein High-Finish ausgelassen. Da haben sie uns schon einiges 99. gezeigt in dieser Partie. 70 Punkte bleiben stehen für Dragutin Horvat. Kommt er dran? Nein, er kommt nicht dran. Nächstes Break für Florian Hempel. 5:3 Führung. Stellt jetzt hier die Weichen in Richtung Halbfinale. Und wir sehen es beim Average von Dragutin Horvat. Der sinkt hier von Leg zu Leg, nachdem er am Anfang deutlich über 100 Punkte gespielt hat. 45. Steht er jetzt noch bei knapp 91 Punkten im Schnitt. Und Hempel, der bleibt hier im hohen 90er-Bereich. Auch jetzt hier wieder richtig gute Aufnahme. Zeigt uns alle drei großen Triple. 171 Punkte. Und jetzt muss Horvat aufpassen. Jetzt kann es ganz schnell gehen. Jetzt kommt auch noch ein bisschen Pech dazu hier mit dem Robin Hood. Bei 140 von Horvat, aber es wird zu spät kommen, da bin ich mir ziemlich sicher, in diesem 9. Leg. 95. Nee. Genau so, 58 Punkte Rest waren es. Für Hempel, die Doppel-20 steht. Horvat kann nur versuchen, Druck zu machen. Ja, 2 große Triple nochmal, das gelingt. Aber wieder steht Hempel nach 12 Darts auf Doppel. Guter Marker, den sollte er nutzen können, den sollte er anspielen können. Na, jetzt wird es ein bisschen tricky. Den letzten bringt er unter. Florian Hempel. 10th leg to Goody to throw first. Game on. Ja, und da die selbstbewusste Reaktion von Florian Hempel. Zeigt auf sich. Und das macht er zurecht, denn es sieht danach aus, als ob er hier in wenigen Momenten, in wenigen Minuten einziehen sollte ins Halbfinale. 96. Dragutin Horvat, der muss jetzt hier 4 Legs am Stück gewinnen. 53. Sonst ist er aus der Traum vom Ali Pelli für den Mann aus Kassel. So, in diesem Leg sieht es zumindest noch mal ganz gut aus für 121. ihn, aber Hempel arbeitet sich wieder zurück ins Leg. Finish steht für Hempel. Dragutin Horvat bei 196 Punkten Rest. Mit 2 großen Trippeln wäre er hier trotzdem der Favorit auf dieses Leg. Denn 147 Punkte muss Hempel erstmal nehmen. Die 140 gelingt für Horvat. Aber es gibt hier die erste Möglichkeit für Hempel. Die 147 wird es nicht sein. 56 Punkte für Brazzo, um am Leben zu bleiben in dieser Partie. 16 hat er. Tops. Ein Dart noch. Und den macht er. Den macht er. Dragutin Horvat verkürzt. Auf 6:4. Und jetzt Florian Hempel mit den Darts in Richtung
Halbfinale. So, aber hier gibt's nochmal Druck. Hier gibt's nochmal Druck von Dragutin Horvat. Zweite 180 der Partie. Oh, und das ist die Antwort. Das ist die Antwort von Florian Hempel. Der letzte rutscht ihm knapp drüber. Sah gut aus nach den ersten beiden Darts. Da war noch eine Menge Platz in der Triple 20. So, und Horvat braucht ein Triple, hat kein Triple. Und das ist jetzt zu wenig hier. Nach dem guten Start ist das ein bisschen zu wenig von Horvat. Auch wenn es ein anständiges Leg ist, aber er braucht mehr, wenn er Hempel breaken möchte. Und wenn er hier das Break holen würde, dann 100. hätte er Anwurf gleich zum 6:6 Ausgleich. Aber zunächst mal die schwierige Aufgabe, das 6:5 zu holen. Sich jetzt hier gut hinstellen. 103 Punkte noch. Klasse. 46 Punkte Rest für Dragutin Horvat. Druck ist da für Florian Hempel. Und er kriegt den Matchstart. Er kriegt den Matchstart. Doppel 16. Erste Chance für Hempel. Aufs Halbfinale. Der ist eine ganze Ecke weit weg. Hat man den Druck gespürt, den Horvat hier ausgeübt hat. 6 für Tops. Zum 6:5. Ein Dart noch zum Break. Und den macht er. Wichtiger Moment für Dragutin Horvat. Verkürzt auf 6:5. Ihm gelingt es hier in der fünften Runde das Leck zuzumachen mit 15 Darts und jetzt mit Anwurf Richtung 6:6 und dann hätten wir hier im ersten Viertelfinale schon den Decider. Es sah alles so komfortabel aus für Florian Hempel. 6:3 in Front. Und jetzt droht sich hier das Blatt nochmal zu wenden. 85. Dragutin Horvat, der in diesem Jahr auch einige Male European Tour gespielt hat. 5-mal auf der European Tour Bühne gewesen. Hat dort eine Partie gewinnen können. In Jena hat er die zweite Runde erreicht. Da wird die European Tour auch im nächsten Jahr wieder Halt machen. Ihr seht die Termine unten. Sicherlich auch in eurer Nähe. Die 81. besten Dartspieler der Welt mal vor Ort, um sie live zu erleben. Bei einzigartiger Atmosphäre. Und das ist ein wichtiger Moment hier für Florian Hempel. Was für ein Timing für sein viertes Maximum der Partie. Macht wieder richtig Druck auf den Anwurf von Horvat. Kann er standhalten? Nein. Und da hören wir ihn. Ah, sagt er. Es tut weh. Und das tut richtig weh jetzt, was Hempel hier macht. Das sind 6 perfekte Darts von ihm. Auf die 180 folgt die 138, um sich Tops Rest zu stellen. Und jetzt gibt es die nächsten 3 Matchstarts, auch wenn Horvat Druck macht. 79 Punkte Rest. Wohin spielt er das? Triple 19? Ja. 139. Bleibt bei 60 Punkten Rest. Es gibt die Matchstarts 2, 3 und 4 für den Kölner. Der ist weit weg. Das ist kein Marker. Und der zweite ist gut. Der dritte Matchstart ist es für Florian Hempel. Tolle Partie zum Auftakt hier der Finalsession bei der Interwetten PDC Europe Super League. Florian Hempel zieht ins Halbfinale ein. Die beiden haben sich's hier ordentlich gegeben. Es war klasse Niveau. Und am Ende ist es der 7:5 Erfolg für Florian Hempel. Und wir kriegen, glaube ich, gleich die Chance, kurz mit ihm zu reden nach diesem wichtigen Erfolg für ihn.